Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressorkühlbox und es geht heute um den Fehler oder die Fehlersuche. Der Kompressor läuft immer an, stellt wieder ab, an, stellt wieder ab. Dann rufen mich die Leute an, das ist ein Kältemittelproblem. Könnt ihr vergessen, das ist kein Kältemittelproblem. Und zwar ist es so, wenn ein Kühlschrank oder ein Kühlsystem zu wenig Kältemittel hat, läuft er immer. Das ist nur bei den Fahrzeugen oder bei gewerblichen Anlagen, da haben diese Anlagen oder auch im Fahrzeug hat einen Niederdruckpressostat. Dieser schaltet ab, sobald zu wenig Druck im System ist, und dann schaltet der Kompressor aus, weil eben zu wenig Kältemittel, zu wenig Druck. Der Druck kommt wieder ein bisschen, der Kompressor schaltet wieder ein, schaltet wieder aus, schaltet wieder ein, und das kann Kältemittelmangel sein. Aber nicht beim Standardkühlschrank, also ein Haushaltskühlschrank, oder auch bei so einer Kompressorkühlbox, dann ist es nicht Kältemittelmangel. Dann würde der Kompressor laufen, der Kühlschrank würde Strom aufnehmen. Das sieht man teilweise zum Beispiel hier auf so einer Batterie, kann man übers App schauen, wie viel Strom das rausgeht. Der Kompressor läuft, da gibt es auch die einfache Methode mit dem Schraubenzieher. Den Schraubenzieher ins Ohr halten und dann hier innen drin auf den Kompressor fahren, hier so hören, und dann hört man, ob der Kompressor läuft. Weil diese Boxen haben nicht nur einen Kompressor, die haben auch einen Lüfter. Die Luft saugt hier an und bläst in der Regel hier raus, je nach Bauart von der Kühlbox. Also wenn der Kompressor wirklich abschaltet, und beim Standardkompressor, der meistens verbaut ist, bei uns sowieso, schaltet der Kompressor aus und er probiert nach 68 Sekunden wieder einzuschalten. Das heißt, zuerst geht der Lüfter aus, der Kompressor probiert zu starten und der Lüfter fängt wieder an zu laufen. Nach 68 Sekunden geht der Lüfter wieder aus, der Kompressor probiert zu starten und er geht wieder aus und der Lüfter fängt wieder an zu laufen. Dann ist es meistens ein Spannungsstromproblem. Wir haben jetzt hier die Box angeschlossen mit dem Netzgerät. Er ist nach EU nicht mehr erlaubt, aber das ist ein anderes Thema. Und wir haben hier, kann man zum Beispiel den Unterspannungsschutz einstellen. Also bei dieser Box hier drücke ich hier einmal, dann kommt die Wunschtemperatur. Dann die Grad Celsius Fahrenheit kann ich umstellen und dreimal drücken, dann habe ich High. Und hier kann ich umstellen Low und Medium. Stellt das Ding auf Low ein, wenn ihr das wirklich nur nicht an der Fahrzeugbatterie betreibt, wo ihr noch starten wollt, sondern auf Low einstellen, nur im Fahrzeug, bei dem zum Beispiel ihr starten möchtet, auf Medium oder High einstellen. Aber dann läuft die Box an sich bei High nur, wenn der Motor läuft vom Fahrzeug. Hier habe ich einen Notbetrieb, hier sieht man Normalmodus, normal aus, und hier Emergency. Und wenn ich auf Emergency gehe, wird der Unterspannungsschutz tiefer gesetzt. Bei vielen Boxen kann man diesen Unterspannungsschutz tiefer setzen oder auch höher. Und wenn er zu hoch ist und ich habe eine Bleibatterie und ein Standardanschlusskabel, dann habe ich Probleme mit der Zuleitung. Wenn ich hier zum Beispiel das Standardanschlusskabel habe, das Teil ist sage und schreibe 2,5 Meter lang. Und es ist 2,5 Quadrat. Das Problem ist, ich habe die Kühlbox im Kofferraum vom Auto und in der Heckgarage oder im Bug vorne beim Boot. Und ich habe dann noch ein langes Kabel bis ins Heck vom Boot, wo die Motorenbatterie oder die Batterie steht. Da muss ich, wir nehmen an, das Boot ist 6 Meter lang, dann ist das Kabel vielleicht auch 20 Meter lang, schon alles gesehen. Und dann keine Telefondrähte verbauen, sondern von der Batterie bis zur Kühlbox
mit allen Steckern dazwischen, sollte die Länge in Metern den Querschnitt in Quadratmillimeter entsprechen. Also hier empfehle ich auch, das Kabel zu kürzen, abzuschneiden und direkt anzuhängen, direkt in eine Dose, in eine Waggonklemme oder sonst was, und das Kabel dann so kurz wie möglich im Auto sein lassen oder im Boot oder Wohnmobil und dann direkt von hier direkt auf die Kühlbox verdrahten, nicht über den Solarregler. Bei Bootenvorschrift ist der Hauptschalter direkt drauf, eine Sicherung dazwischen 15 bis 20 Ampere und dann sollte das eigentlich laufen. Eben, der Kühlschrank-Kompressor schaltet nicht aus, wenn er keine oder zu wenig Kältemittel hat. Was noch sein ist, es kann der Ventilator sein, da verlinke ich euch ein Video hier. Da seht ihr über den Ventilator einen Kühlschrank beschrieben und hier unten verlinke ich euch ein Beschrieb über ein Anschlusskabel, wie es wirklich nicht sein sollte. Ich wünsche euch einen schönen Tag.